In drei Teile zerfetzt liegt ein Ferrari F430 auf der Kreisstraße 67 im niedersächsischen Landkreis Gifhorn. Der Mittelteil samt Sitzen und Tür hatte sich um einen Baumstamm gewickelt, das Heck schleuderte noch 20 Meter weiter. Deutliche Anzeichen für das hohe Tempo während des Aufpralls. Der Fahrer des feuerroten Flitzers befand sich am Sonntagabend gegen 18.35 Uhr auf dem Weg Richtung Wasbüttel. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 38-Jährige die Kontrolle über seinen Sportwagen und geriet in einer Kurve ins Schleudern. Der Wagen kam daraufhin links von der Straße ab und prallte mit 150 km/h gegen einen Baum. Ersthelfer, unter anderem ein Arzt aus dem nahegelegenen Isenbüttel, starteten sofortige Rettungsmaßnahmen. Dennoch verstarb der 38-Jährige am Unfallort. Mehrere Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass ein zweiter Wagen dem Ferrari in geringem Abstand und hohem Tempo gefolgt sei. Der 24-jährige Fahrer wurde noch vor Ort von Seelsorgern betreut und mit Schock ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.